Also, hallo und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2. Ja, heute auf dem Donnerstag. Und wir fahren in Krefrath, Linie 59. Aber nach Sonntagsfahrplan, deswegen anscheinend nur ein Kursläufer von Ambach Mitte bis Fischelmarkt. Ist aber nicht schlimm. Wenn mir das zu kurz ist, fahre ich wieder zurück. Das kennen wir ja schon. Und wir fahren uns Rollobus diesmal. So, ich fahre schon mal zur Haltestelle, lasse schon mal die ersten rein und dann stellen wir auch vor 10:40 und 30 Sekunden. Kommt aber keiner mehr dazu, das heißt, dann können wir relativ zeitnah auch los. 20 Minuten eine Tour, das passt ganz gut. Und dann gucke ich mal, ob ich noch zurückfahre oder nicht. Entscheide ich dann spontan, wie es so zeitlich passt. So. Wir fahren nach links raus. Ah ja, hier war ich auch schon mal. Ambach Mitte. Die Tour kenne ich schon. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Die 59 bin ich aber nicht gefahren. Nee. Nee, nee. Hier geradeaus anscheinend. Alles klar, machen wir. Nee, die bin ich noch nicht gefahren in Krefrath. Alles gut. Ja, heute habe ich auch wieder ein kleines Gesprächsthema vorbereitet. Tatsächlich gibt es das, die ganze Woche über, komischerweise. Ich weiß gar nicht, woran das diesmal liegt. Bisschen was zu erzählen habe ich. Letztes Mal haben wir ja ein bisschen über den Start ins Referendariat gesprochen von mir. Das ist bei mir jetzt übrigens 10 Minuten her. Ich nehme die beiden Folgen am gleichen Sonntag auf. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Wir haben jetzt ein völlig anderes Thema. Und zwar, wir sind jetzt Hallo. Folge 388. Es ist nicht mehr lange bis zur Folge 400. Ich habe ja schon angedeutet, dass wir da drüber sprechen können. Okay. Das ist ja eine coole Tour hier. Warum habe ich keinen Gelenkbus genommen? Wäre lustig geworden. Doppelgelenkbus. Ja. Über Folge 400 wollen wir ein bisschen sprechen. Achtung, böse Kurve, Verkehr. Ja gut. Folge 400. Rechts ist gut, links ist gut, dann kommen wir da gut rum. Ich möchte von euch gerne mal so ein paar Vorschläge haben, was ich denn in Folge 400 so machen könnte. Tag, einmal Schüler bitte. Ja, Schüler. Danke. Hier. Was ich da so machen könnte. Und zwar verschiedene Vorschläge. Erstmal Map-Vorschläge. Welche Map könnte man machen? Ich habe schon die eine oder andere Idee. Wenn da nicht viele Vorschläge kommen, dann werde ich die auch nochmal nennen in der nächsten Woche in den Videos dann. Habe ich die eine oder andere schöne Idee? Map-Vorschläge und ja, vielleicht auch mal einen Busvorschlag. Das ist doch auch mal was Schönes. In den meisten Fällen fahren wir ja den A37, A40, aber ich denke mal, in so einer Jubiläumsfolge kann man auch mal einen anderen Bus nehmen. Ich kann mir vorstellen, was ihr mich nicht sehen wollt, ist, wenn ich Mercedes fahre. Obwohl, könnte auch mal lustig sein. Ich kann mir den Volvo vorstellen aus dem Hafen City Add-on. Ich kann mir den Solaris natürlich vorstellen aus dem Ruhrgebiet Add-on, Solaris 4. Ich kann mir aber auch den Van Hool Doppelgelenkbus vorstellen. So, also auch das ist eine Möglichkeit.
Das ist dann natürlich verhältnismäßig. Also wenn ihr jetzt sagt, ich soll Innsbruck fahren, fünfmal rauf und runter, dann fahre ich den nicht mit dem Doppelgelenkbus. Obwohl, Innsbruck fünfmal rauf und runter ist sowieso raus, werde ich nicht machen. No chance, Leute. Aber ihr versteht, wie ich das meine, denke ich mal. Voilà. Hallo, eine Frage habe ich bitte. Ich würde das gerne so machen in dem Video heute und auch in den nächsten Videos in der kommenden Woche. So. Ich glaube, die Folge 400 kommt diesen Monat nicht mehr. Das wird ein bisschen knapp bei 4 Videos die Woche. Könnte sein. Ende des Monats könnte es sein. Sagen wir es mal so, heute ist der 12. für euch. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. 20. ist ein Mittwoch, der 21. ist ein Donnerstag. Ich habe immer Donnerstag, Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag kommen um die Videos. Sonntag ist Folge 390. Hallo. 391, 392, 394. Also 395 ist eine Folge, die zum Beginn einer Woche, die dienstags kommt, also die ich als erste Folge innerhalb für eine Woche aufnehme. Das heißt, ich sag mal so, bis einschließlich Folge 394 könnt ihr in die Kommentare Vorschläge schreiben. Für die Folge 395, da werde ich die Vorschläge, die ich bis dahin bekommen habe, das sind ja immerhin 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, sind immerhin 7 Videos, in denen ihr kommentieren könnt. Die werde ich zusammentragen, die Vorschläge, die bis dahin gekommen sind. Und die werde ich dann in Folge 395 vorstellen, im Sinne von, ich suche mir die raus, die ich mir vorstellen könnte, ergänzt vielleicht um den einen oder anderen Vorschlag, den ich selber habe. Und dann sage ich euch die und dann können wir drüber diskutieren, abstimmen, was ich davon nicht umsetzen würde. In Folge 395, dann kommt die dienstags raus, mittwochs die 396, donnerstags 97, samstags 398 auf den Sonntag. Aber da zu dem Wochenende hin, also wenn die 395 raus ist, 396 auch noch vielleicht. Irgendwann so zu dem Wochenende hin, da ist ja dann auch Pfingsten irgendwie, ne? Ich habe gerade keinen Kalender vorliegen. Ich glaube aber, ja, würde ich dann ganz gerne auch die Folge 400 aufnehmen. Ich muss das mal einmal kurz gucken. Wir haben zwar ein paar. Ja, ich mache das gleich an der nächsten Haltestelle, wo wir stehen. Hier. Nicht noch mehr Verspätung holen. Wir haben den 12. mit Folge 388. 390 kommt am 17. 394 dementsprechend am 24. 398 am 31. Okay, das heißt, diesen Monat kommt das nicht mehr, sondern Anfang Juni. Das heißt, ich werde aber gucken, da ist dann das, wenn ich jetzt hier richtig sehe, das Pfingstwochenende ist das Ende des Monats, das letzte Wochenende diesen Monat. Da werde ich dann die Aufnahme der Folge 400 machen. Bis zum, sagen wir am, einfach damit ich es festgelegt habe, am 30. Ja, 30.05. Das, bis dahin habt ihr Zeit. Sagen wir bis zum Abend des 29.05. Passt also. Ne, 30. ist der Samstag. Ja, dann könnt ihr bis freitagsabends festlegen, 29.05. welche Vorschläge einreichen und so weiter, beziehungsweise in 395 trage ich auch noch zusammen, dann gibt es keine neuen Vorschläge mehr, sondern über die bestehenden wird dann diskutiert. Das ist ein bisschen Chaos, ich weiß, aber ihr kriegt das auseinander, kann, wie gesagt. Ich gehe da gleich nochmal einmal durch. Also, da können wir dann aus den Vorschlägen, die ich euch dann gebe, die ich zusammengesucht habe, suchen,
ihr euch dann aus, was wir in Folge 400 machen. Das heißt, zwei Steps. Ab dieser Folge in die Kommentare einfach mal reinschreiben, was könnt ihr in Folge 400 machen. Geht davon aus, das Video soll so irgendwas im Bereich, ich würde jetzt spontan sagen, von 2 Stunden liegen. Kann ein bisschen drüber sein, kann ein bisschen drunter sein. Das wird passen, ja. In dem Bereich ist, glaube ich, ganz gut, 2 Stunden. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben, ne? Ich meine, so ein Umsi-Video kann ja auch schon mal 1 Stunde lang sein bei mir, deswegen ist dann 2 Stunden ausreichend. Sonst, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich habe immer nur Viertelstunden-Videos, dann habt ihr sonst so wenig Umsi-Content, dann hätte ich euch mehr gegeben, aber da ihr sowieso gut Umsi-Content die Woche war, hat, ist das, glaube ich, okay. Danke. Jetzt denke ich noch mal einmal ein bisschen alles durch, so wie ich das gerne hätte, und ich habe jetzt konkrete Daten für euch zusammengestellt. Okay? Gib mir da noch so 2 Minuten, dann haben wir konkrete Daten. Das war die Chance, auf den Kalender zu gucken. Das ist Folge 390, 24. ist die Folge 394. Ich kann versuchen, okay, dass Folge 395 vielleicht einen Tag eher kommt, dass die montags kommt und nicht dienstags. Das ist eigentlich auch alles blöd. Also vielleicht schiebe ich das so, dass Pfingstmontag Folge 400 kommt. Das wäre der 1.6. Da wäre Folge 400 am 1.6. Das, oder ich kann es auch Pfingstsonntag machen. Ne? Vielleicht schiebe ich das also ein bisschen vor. Ich bin gerade ein bisschen unkoordiniert. Hab mir da aber auch noch nichts überlegt. Sagen wir es so, ich mache das einfach so, bis zur Aufnahme vom Video der Folge 395 habt ihr die Chance zu kommentieren. Was vor Vorschläge einzureichen. Die Aufnahme des Videos für die Folge 395 wird kommen. Ich sag das jetzt einfach mal festgelegt. Am Himmelfahrtswochenende. Das ist der 21. Donnerstag, der 21. Da. Ich gehe jetzt einfach davon aus, ich nehme am Donnerstag den 21. auf. Das heißt, ihr habt bis zum 20. Mittwochabend Zeit zu sagen, welche Folge ihr, welche Sachen ihr gerne haben möchtet. Also Vorschläge einzureichen bis zum 20.05. Das sind 8 Tage aus eurer Sicht, das ist okay. Ein bisschen mehr als eine Woche. Dann trage ich die alle zusammen am 21. die Folge 395 auf. Wann die dann genau veröffentlicht wird, weiß ich nicht. Vielleicht schon Sonntag oder Montag, vielleicht auch erst am Dienstag, den 26. spätestens an dem Tag. Ich denke mal, ich schiebe das so, dass sie ein bisschen früher veröffentlicht wird. Das heißt, das ist die erste Deadline. So, Folge 400 möchte ich dann aufnehmen, wenn wir sagen, okay, Pfingstwochenende, das heißt, hallo Headset, schön, dass du auch da bist. 24. Also ich guck mal, dass die Folge 395 dann am 24. erscheint. Sonntag, der 24. Und dann gibt es halt 2x5 Omsi-Videos die Woche, damit das passt. Einmal vor 395, einmal nach 395. So, und dann habt ihr Zeit bis Freitagabend 29. sodass ich am
30. Spätestens, entweder am 29. abends oder am 30. tagsüber die Folge 400 aufnehmen kann. Und dann wird sie am 31. erscheinen. Das heißt, die beiden Deadlines sind der 20. Abend. Also könnt ihr halt auch einfach 21. morgens reicht aus. Also so, wenn ich die da aufnehme, das ist egal. Aber ich gucke dann halt vormittags da rein und dann reicht das schon aus. Das ist die erste Deadline und die zweite Deadline, die sage ich dann aber auch nochmal für Folge 395, ist der 29. vormittags irgendwann, so dass ich die am 29. abends oder am 30. tagsüber die Folge 400 aufnehmen kann. Das ist dann ein knappes Veröffentlichen mit am 31., aber das ist okay, kriege ich schon hin. Sonst wäre das, glaube ich, alles ein bisschen viel knapper. Dann kriegen wir das hin, dass Pfingsten Folge 300, Folge 400 veröffentlicht wird. Vielleicht verschiebe ich da auch nochmal das Datum, dass ich Folge 400 noch ein bisschen mehr Zeit habe, das aufzunehmen. Muss ich mal gucken. Das, sagen wir es so, also am 21. nehme ich die Folge 395 Euro quasi erste Deadline auf und dann bis zum 20. habt ihr Abendszeit, Vorschläge einzureichen. Die werden wir dann in der Folge 395 diskutieren und bis dahin weiß ich auch, wann Folge 395 online kommt und wie lange ihr dann Zeit habt zu entscheiden, was in Folge 400 drankommt, beziehungsweise wann ich dann Folge 400 aufnehme. Das machen wir so. Chaos. Ich mag Chaos. Ich habe völlig ohne überhaupt mir vorher Gedanken darüber zu machen, einfach mal drauf losgeredet und dann kommt so ein Quatsch dabei rum. Gut, ne? Ja. Also ich bin mal gespannt, was für Vorschläge da so kommen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, es werden nicht die Vorschläge mit den meisten Kommentaren, die meisten Likes oder wie auch immer genommen, sondern am Ende nehme ich die Vorschläge mit rein, die ich mir vorstellen kann, die für mich dann gut sind, ne? Also wo ich sage, jo, da kann ich ein Video zu machen oder nee, das will ich nicht, dann kommt das auch gar nicht mit rein. Klar, soweit denke ich mal. Hallo. Hallo. Also da nicht. Ja, ist ja gut. Dieses Kind, ne? Dieses echt extrem übergewichtige Kind da hinten drin, ne? Das sollte von seiner Mutter verprügelt werden, jedes Mal, wenn es Süßigkeiten isst. Das sage ich jetzt nur, weil das Kind immer den Busfahrer beleidigt. Das hat angefangen. Außerdem ist das ein Spiel, von daher. Hallo. Passt das schon. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Jo! Bitteschön.
Ja, also ich nicht enttäuscht sein, wenn euer Vorschlag nicht mit reinkommt, dann gefällt mir der nicht. Dann sage ich, das mache ich vielleicht, nehme ich den dann irgendwann mal, aber nicht in Folge 400, weil ich möchte jetzt eigentlich in Folge 400 irgendwas fahren, was ihr unbedingt wollt, was aber überhaupt nicht schön ist. Was Quatsch ist für mich, in meiner Ansicht, weil ist ja nicht nur für euch eine Jubiläumsfolge, ist ja auch für mich eine. Hallo. Einmal ja. Schüler, bitte. Jo. Danke. So, ich habe gerade beschlossen, ich werde nicht wieder zurückfahren, das heißt, die Folge heute ist ein bisschen kürzer. Dafür wird die Samstag vielleicht wieder länger, mal gucken. Ich weiß noch nicht, welche Map ich fahre. Geschweige denn, wann ich die genau aufnehme. Wahrscheinlich erst abends. Wie geradeaus? Okay. Ja, dann geradeaus hier auch schön. Katze, was kletterst du da? Sehr interessant. Ich habe, das muss ich euch dazu sagen, einen riesigen Berg Wäsche aktuell auf meiner Couch liegen. Das liegt daran, dass ich die aus dem Schrank rausgeräumt habe, weil da gerade kein Platz war und ich die durchsortieren Hallo. Wollte. Hallo. Hallo. Hab das bisher noch nicht getan. Danke. Wenn ihr sowas tut und eine Katze habt, dann passiert das irgendwann, dass die Katze da drin rumklettert. Die hat gerade ganz große Langeweile. Ist nicht schlimm, dass sie daran rumklettert. Hat sie was zu tun. So. Jetzt bin ich eigentlich ganz gut im Soll drin, wenn ich jetzt heute Abend noch eine Umsee-Folge aufnehme. Also wir haben jetzt 14 Uhr, bin gleich erstmal ein bisschen unterwegs. Aber danach wieder zu Hause. Wenn ich dann noch eine Umsee-Folge aufnehme, dann habe ich alle bis auf das World Cup-Finale aufgenommen. Und das World Cup-Finale kann ich natürlich erst aufnehmen, wenn das am Freitag feststeht. Welche Maps daran teilnehmen am Finale. Wenn ich Freitag ganz viel Lust habe, dann nehme ich auch ein Spiel um Platz 3 auf. Dann wird das so sein, dass ich Samstag relativ spontan... Also eigentlich ist geplant, das Video, was ich heute Abend aufnehme, ist für Samstag. Aber es kann natürlich sein, dass ich dann relativ spontan das Video, was ich heute Abend aufnehme, erst nächste Woche, also Folge 391 statt 389, veröffentliche. Und dann ist Folge 389 ein Spiel um Platz 3. Mit den beiden Maps, die es leider vom Halbfinale nicht ins Finale geschafft haben. Das entscheide ich aber Freitag spontan. So. Und gleich da, Fisch und Markt.
Das kommt auch da ein bisschen mit drauf an, wie viel Zeit Freitag so ist. Fischelmarkt. Endstelle. So, hier wollen alle raus. So, machen wir das mal kurz. Neunundfünfzig, wir sitzen zwei einstellen, ja, aber sonntags nur eine. Alles klar. So. Hier geht's dann in die Wände rein, wieder los gleich. Aber nicht für mich. Für mich ist jetzt hier erstmal Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen, trotz dieses ganzen chaotischen Hin und Her. Also, wie gesagt, überlegt euch einfach bis Folge 395, was man so machen könnte in Folge 400 und schreibt das gerne in die Kommentare. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten OMSI-Folge am Samstag. Bis dahin noch eine schöne Restwoche und ja, tschüss. Danke fürs Zusehen.